Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Amber Pixel, mein Pony hat ein paar Spastiken und ja, wir haben Mittwoch, wir haben auf das Update gewartet. Es ist jetzt kurz nach 11, es ist jetzt eine Weile, hat es gebraucht und ja, ich muss leider gleich zur Arbeit, deshalb wird das Video nicht allzu lang, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, denn wir haben ein neues Geburtstagspferd. Es wird auch nur jetzt in der Zeit verfügbar sein. Also bis Ende des Geburtstags. Danach wird es nicht mehr in dieser Farbe zu kaufen geben. Und ich finde es einfach wunderschön. Ich habe mich schon mega gefreut in den Videos und Fotos, die ich dazu gesehen habe. Sogar die Mähne ist zweifarbig. Ich meine, weheo. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr Zöpfchen machen soll oder nicht. Wird auf jeden Fall eine Stute bei mir, das weiß ich jetzt schon. Das wusste ich schon die ganze Zeit. Ich sehe Pferde an und weiß, ob es Stuten oder Hengste sind. Nee, ich glaube, ich lasse ihre Mähne offen. Das finde ich irgendwie schöner. Das finde ich jetzt auch nicht so schön, weil vorne das so absteht. Nee, also, oder? Was ist das hier? Okay, wir lassen es genau so. Sie ist ja eine erwachsene Stute. Und jetzt suchen wir uns noch einen schönen Namen raus. Ja, ich denke, das passt. Es ist einfach unsere Honey. Und da ist sie. Wunderschön. Ich finde auch die dunklen Schattierungen. Ne, hier finde ich super, super süß. Natürlich reiten wir sie jetzt sofort. Denn ich hatte, falls ihr es gesehen hattet, ich hatte mein Dartmoor-Pony ausgelevelt. Und ja. Hab das gestern auch nur noch ein bisschen weiter trainiert, um noch ein bisschen Geld zu farmen. So. Jetzt haben wir dieses Outfit. Ich überlege. Jetzt muss ich einmal überlegen. Ich habe gerade die kleine Maus versorgt und da ist mir aufgefallen, dass hier hinten, seht ihr das? Dass hier hinten am Fessel einfach ein Herzchen ist. Wie süß ist das denn? Cute! Okay. Ich schau mal. Ich glaube, ich habe fast nichts, was passen würde. Und wollte da auch nicht zu knieperisch sein bei ihr. Wegen dem Outfit. Ich überlege. Immer schwer, eine gute Farbe zu finden. Leider schon bei der Satteldecke und sowas. So, alles klar, meine Lieben. Also, ich war jetzt kurz im Stall. Und habe mir einen Pulli angezogen, weil es wird ja jetzt auch wieder bald kälter. Und habe tatsächlich für sie ein neues Outfit gekauft. Hat sie ja auch ein bisschen angespart. Und ja, ich finde, das macht eine ganz tolle Figur an ihr, dieses Blau. Mit den blauen Augen und so weiter. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Und ich denke mal, wir gucken uns jetzt auch, auch wenn man es schon kennt, die, ja genau, die, Gangarten einmal an. Ja, man kennt es von dem Paint. Ich liebe das Paint. Ich habe es schon so oft gesagt. Der langsame Galopp. Und der etwas schnellere Galopp. Und der ganz schnelle. Auf jeden Fall wild. Die kleine Maus. Ich finde sie super, super schön. Und auch das Outfit gefällt mir total gut. Ich bin froh, dass sie jetzt endlich in meinem Stall ist. Mein erstes Paint und direkt ein besonderes. Sonst hätte ich mir. Also ich war schon ein paar Mal kurz davor, ein Paint zu kaufen. Hab's dann natürlich doch sein gelassen. Und ja, was mich jetzt so interessiert ist, haben sie das gefixt?
Ich glaube, ich bin trotzdem minimal verrutscht. Kann das sein? Ja, minimal. Beim Schnellreiten war es immer krasser, glaube ich. Okay. So fällt es nicht auf, ne? Aber ansonsten fällt es schon auf. Gut. Alles klar. Gut, das war eine kurze Folge heute. Denn wie gesagt, ich muss gleich leider arbeiten und genau. Es geht die nächsten Tage dennoch weiter. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.